Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind beim zweiten Video heute und deswegen fällt die Begrüßung auch ganz knapp aus. Wir wechseln einfach zum Geschehen von gestern Abend. Blader, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, obwohl ich heute schon eine Stunde gestreamt habe, bist du der Erste, dem auffällt, dass ich kurze Haare habe. Ich bin echt enttäuscht. Du bist der Erste, dem auffällt heute, dass ich kurze Haare habe. Heftig. Ja, wie können es seine Zahlschweine auch wagen, ihn nicht genug zu beachten und nicht zu bemerken, dass er sich selbst am Vorabend die Haare geschnitten hat? Ja, die Spekulationen gehen sehr weit, was das betrifft, also was seine neue Frisur betrifft. Der Hauptteil, und so denke auch ich, denkt halt, dass er dies getan hat nach dem Livestream von Gronkh, dass er sich da die Schere geschnappt hat und sich eine neue Frisur verpasst hat. Viele machen das ja zum Beispiel auch, wenn sie eine Beziehung beenden, dass sie dann zum Friseur gehen und eine Typveränderung wollen. Ja, und vielleicht war das Balsam für seine geschundene Seele, dass er sich da selber einen neuen Look verpasst hat. Ja, muss man mögen. Aber ich sag mal so, wirklich was ändern tut das nicht, zumal er sich dann ja jetzt auch noch wieder ein Farbgel in die Haare geschmiert hat und lila Haare hat. Ja, muss man halt mögen, ne? Das ist einfach so. Hast du dich selbst geschnitten? Klar, ich schneide meine Haare immer selber. Warum sollte ich das jemand anderen machen lassen? Meine Haare hat keiner hinzufassen, außer eine Frau, mit der ich in die Kiste springe. Oder ein Kerl, und ansonsten hab das nur ich anzufassen. Punkt. Ja, und da das nur jemand anfassen darf, der mit dir in die Kiste springt, und wir wissen ja, wie viele das wollen, ja, kein Wunder, dass du dir die Haare selber schneiden musst, wenn da sonst niemand hinlangen darf, denn in die Kiste möchte auch niemand mit dir. Ich will mit Entschuldigung, mir geht's halt nicht gut. Ja, normalerweise schneide ich so ein Gen ja raus, aber mal Gegenfrage, wann geht es dir denn mal wirklich gut? Aber ich weiß, du bist ganz, ganz fitter. Deswegen jammerst du auch ständig rum. Warum diskutierst du nicht mal mit einem Hater? Oder haben sie Angst? Haben die Angst? Ich diskutiere aus zwei Gründen nicht mit den Hatern. Erstens, man kann mit einem Hater nicht diskutieren. Und zweitens, warum soll ich mir diese Scheiße antun? Warum soll ich mit jemandem diskutieren, der von vornherein einen an der Waffel hat? Herzlich willkommen beim Spiegellord. Ja, es hat auch keiner Interesse daran, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil die Leute eben, und das sind eine Menge Leute, genau das Gleiche über dich denken. Dir kann man mit vernünftigen Argumenten und Erklärungen und konstruktiver Kritik nicht beikommen. Das Einzige, was scheinbar bei dir hilft, ist, dich auszulachen. Oder eben gar nicht zu beachten, weil dann gehst du richtig steil. Pass auf, mir ist nicht alles egal. Was mir egal ist, sind Menschen, die mich hassen, die gegen mich schießen, die mir nichts bedeuten, weil ich mit ihnen nichts zu tun habe. Was mir wichtig ist, sind Menschen, mit denen ich zu tun habe, mein Leben und das, was mit meinem Leben zu tun hat. Der ganze Hate hat nichts mit meinem Leben zu tun. Das sind Leute, die über mein Leben reden, aber keine Ahnung haben. Und das ist wiederum eine Sache, die mich nicht interessiert. Weil mir scheißegal ist, wer mich mag, wer mich hasst. Es ist mir scheißegal. Weil davon kann ich mir nichts kaufen, davon habe ich nichts und das wird mir auch in meinem Leben nie was bringen. Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Denn er beachtet das ja sehr wohl. Warum haben wir denn so viel Mad momentan? Warum geht er so stark auf die Kritiker ein? Und ihr seht hier wirklich nur einen Bruchteil von dem, was er wirklich vom Stapel gelassen hat, weil ich mir manches einfach nicht mehr geben kann, weil es sich ständig wiederholt. Und er kann sich nichts dafür kaufen. Was bitte macht ihn denn aus? Das ist doch die Kritik an ihm. Damit verdient er doch sein Geld, beziehungsweise damit erbettelt er sich doch sein Geld. Anders würde er überhaupt nicht existieren können. Dann wird er vielleicht irgendwo unter der Brücke schlafen und in der Gosse nach Pfandflaschen suchen oder so. Und damit meine ich nicht Leute, die das wirklich aus Armut tun. Bei ihm ist es ja wirklich reinste Faulheit.
Ja, und er weiß ganz genau, welche Knöpfchen er drückt, damit es wieder mehr wird, damit mehr Kritik kommt, damit mehr über ihn berichtet wird, weil er sich wieder total unmöglich verhält und absolut, ja, nicht sozial agiert. Also, was er alleine gestern in den beiden Streams vom Stapel gelassen hat. Auch an Vorwürfen, die so abwegig sind und seine Beispiele ausdenken. Unglaublich. Und aus genau diesem Grund ist es mir völlig scheißegal, wenn irgendjemandem nicht passt, was ich mache. Jeder von euch ist frei und kann sagen, er schaut zu, kann sagen, er lässt es. Punkt. Meine Meinung kann euch völlig egal sein, weil meine Meinung ist. Ihr habt Meinungsfreiheit, die habe ich auch. Jeder Mensch hat Meinungsfreiheit, zumindest in Deutschland. Und deswegen darf ich sagen, ich hasse Hater und ich finde, nein, stimmt nicht ganz. Ich hasse Hater nicht. Ich finde Hater scheiße. Das ist die bessere Aussage. Ich finde Hater scheiße und ich finde dieses Verhalten scheiße. Und ich finde es vor allem scheiße, dass auf TikTok und auf YouTube und auf anderen Plattformen toleriert wird, wenn Leute permanent radikalen Scheiß verzapfen. Radikalen Scheiß. Hat er wieder ein neues Wort gelernt? Ei, ja, ihn zu kritisieren ist natürlich radikal. Natürlich herrscht aber Meinungsfreiheit. Ja, die herrscht tatsächlich. Allerdings gibt es da auch Einschränkungen. Aber die oder deren ist sich der junge Mann hier nicht wirklich bewusst. Es ist unglaublich, was er sich da in seinem Kopf zusammenzimmert. Ja, mehr als Kopfschütteln bleibt einem da nicht mehr übrig. Er ist derjenige, der wirklich keine Situation auslässt, um irgendwie Stress zu machen, um irgendwie aufzufallen. Und wenn er es mit seinem dummen Kopfgenicke und Singschmatzen nicht schafft, dann lässt er sowas vom Stapel. Er ist wirklich unterirdisch, ganz, ganz unterirdisch. Und das ist das, was mich aufregt. Leute wie Ofenkäse, Mimon und wie sie alle heißen, in meinem Fall oder im Fall von anderen, da weiß ich natürlich nicht, wie die Hater geheißen haben oder sich genannt haben. Aber in all diesen Fällen sind es die Leute, deren Accounts gelöscht gehört. Ofenkäses Account hätte gar nicht erst existieren dürfen. Das gleiche gilt für die ganzen anderen Hater-Accounts, die es im Laufe meiner Karriere gegeben hat. Und ich sage Karriere, weil das genau das ist. Das, was ich mache, ist eine Karriere. Das ist eine Karriere gewesen und es wird immer eine Karriere bleiben. Dann hoffe ich ganz, ganz inständig, dass weder ich noch irgendjemand, der mir nahesteht, jemals Karriere machen wird. Also diese Rolltreppe abwärts, die er da sein Leben lang schon hinlegt und sich wirklich der Lächerlichkeit preisgibt und das Ganze immer noch wieder befeuert und anschürt. Er wirft anderen vor, Öl ins Feuer zu gießen. Ja, das ist sein Job und den beherrscht er wirklich. Hass generieren und aus dem Hass Geld machen. Das ist seine Karriere. Ja, Prost Mahlzeit. Also kann ich dankend drauf verzichten. Das, was die Hater aber abziehen, ist keine Karriere. Es ist hasserfülltes Gerede über Menschen, von denen sie keine Ahnung haben. Hasserfülltes Gerede von Menschen, über die sie nur labern können, weil sie selbst nichts anderes hinkriegen. Und dann darf man sich auch noch anhören, die ist alles egal. Ja, es ist mir egal. Weil ich, was ich nicht ändern kann, auch nicht ändere. Und dementsprechend werde ich mich mit dieser Scheiße auch nicht auseinandersetzen. Weil was bringt es mir als Person, was bringt es mir, wenn ich mich über diese ganze Scheiße permanent aufrege? Ja, wüsste ich auch gerne. Warum tust du es dann? Die ganze Zeit, immer und immer wieder. Und auch das Bestreiten hilft dann nichts. Und das, ich finde es ja immer so witzig, wenn er sich selber widerlegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gleich noch kommt oder ob ich das entfernt habe. Er erzählt nachher, dass er im Nachmittagsstream nicht einmal über die Hater gesprochen hat oder nur einmal ganz, ganz kurz. Da hat er ja genau das Gleiche vom Stapel abgelassen. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe heute Morgen schon mal ein Video veröffentlicht und da ist das auch ganz deutlich zu spüren. Also er hat das auch die letzten Monate immer wieder getan, aber seitdem das mit Gronkh war vor 2 Tagen, ist es extrem schlimm gewesen und ich weiß auch nicht, ob die Phase wirklich schon vorbei ist. Jetzt werden alle sagen, das machst du aber dauernd. Nein, mache ich nicht. Ich habe heute einen Stream gemacht, in dem ich nur Musik gespielt habe.
Wir haben nichts anderes gemacht als Musik gespielt und ein bisschen unterhalten. Das Thema Hater war nicht einmal Thema. Und Ach, wie schön, da haben wir es ja direkt. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, da ich ganz oft in der Woche ja mehrmals an einem Video arbeite, weil ich das manchmal an einem Stück nicht schaffe und schon gar nicht, wenn halt zwei Videos pro Tag kommen, so wie heute. Aber das ist ja nicht gang und gäbe. Ja, da sehen wir es, ne? Er behauptet es wieder und widerlegt sich wieder selber. Ja, und da wundert er sich wirklich, dass sich Leute über ihn aufregen. Ich bin auch immer noch nicht davon, ja, überzeugt, wie es sein kann, dass seine Zahlschweine ihn da unterstützen. Ich habe heute den Kommentar gelesen, da schrieb jemand, die machen das nur, um das Game am Laufen zu halten, damit er nicht verschwindet. Ja, mittlerweile muss man das tatsächlich denken, denn wenn die ihn wirklich regelmäßig verfolgen, dann müssen die doch mitkriegen, dass der sich ständig selber widerlegt. Um was für einen Kappes der da erzählt, das geht ja auf keine Kuhhaut, das ist ja, unvorstellbar. Und er wundert sich wirklich, warum so viele ihn kritisieren und das noch nicht mal in beleidigender Art und Weise. Auch ein Gronkh hat ihn nicht beleidigt, sondern ist neutral geblieben. Und es verletzt ihn so arg, aber nein, er ist ja der ganz Harte und ihn interessiert ja niemand, der das tut. Ihn interessieren ja nur die Opfer. das war in den letzten Monaten nicht einmal Thema, außer ab und zu mal vereinzelte Streams. Da fragt ihr euch, ja, wie das sein kann. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade jemanden drin, den JJFZ, KNBUKJ. Der schreibt hier einzelne Buchstaben rein und schreibt Oger rein. Mit Oger wollen die mich verarschen. Und da wollt ihr mir noch erzählen, Junge, dein Account gehört gelöscht, du gehörst verfolgt und du gehörst eingesperrt in eine Psychiatrie für 2 Jahre und dein Hirn müsste erstmal überarbeitet werden, weil du hast einen Fehler in deinem System. Denn du glaubst, dass das, was du machst, richtig ist. Und du gehörst noch mal gründlich in die Schule und in die Benimmschule und ach ja, und wo du noch sonst so überall hingehörst. Schrecklich. Natürlich ist es nicht die feine englische Art, da Oger in den Chat zu schreiben und dafür Geld zu bezahlen, damit man da einmal Oger reinschreiben kann. Ihn damit verarschen. Naja, Oger kommt natürlich auch durch seinen Überbiss und ja, vielleicht auch durch seine Art und Weise. Verarsche, ja, also ich würde eher sagen, das ist ein zutreffender Vergleich. Aber gut, das ist auch nur wieder meine Meinung. Und all das, was er gerade diesem Menschen da vorwirft, der das in den Chat geschrieben hat, das trifft ja wohl auch auf ihn zu. Und ich würde solche Aktionen, auch wenn sie kostenlos wären, auch nicht machen, weil dafür ist mir einfach die Zeit zu schade. Würde ich wirklich irgendwann mal irgendetwas da reinschreiben, dann wäre das etwas, was ihn auf andere Art und Weise triggert. Ja, aber nicht sowas. Oder du lachst dir darüber den Arsch ab. Wenn jemand anderes leidet, sich selber den Arsch abzulachen, gehörst du in die Psychiatrie und nicht die Person, die du versuchst, in den Wahnsinn zu treiben. Denn das ist nämlich genau das, was ihr versucht seit 10 Jahren mit mir. Nur Überraschung. Ich bin seit 10 Jahren da. Ihr habt mich in 10 Jahren nicht fertig gemacht. Ihr habt mich in 10 Jahren nicht psychisch im Arsch gekriegt. Warum? Weil meine Psyche stärker ist als die von Tausenden von euch. Zehntausenden, Hunderttausenden von euch. Und das sage ich euch jedes Mal wieder. Und das begreift ihr auch nach 10 Jahren nicht. 10 Jahre und 10.000 Hater und ich habe euch alle überlebt. Ja, wie stabil deine Psyche ist und dass die keinen Knacks hat, das beweist du gerade sehr, sehr stark. Hoffentlich widerlegst du das gleich im Laufe des Videos nochmal, beziehungsweise widersprichst dir wieder mal. Könnte ich mir ganz gut denken. Ja, er ist unbelehrbar, beratungsresistent und all die Synonyme, die es noch dafür gibt und wirft all das, was er ist, immer wieder anderen vor. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der so viele Hater überlebt hat. Und trotzdem macht ihr weiter. Und trotzdem wird es auf YouTube geduldet. Ernsthaft, YouTube sollte meinen Account wiederherstellen.
Ich habe nie verstanden, warum ich meinen Account gesperrt habe. Und der ganze Hater-Kram wurde draufgelassen. Ofenkäse hat bis heute seinen Kanal. Warum? Das bin ich bis heute. Ich habe keinen von denen niemals richtig windelweich geschlagen. Niemals. Ein paar Leute haben ein paar Verletzungen davon getragen, ja. Aber bei weitem nicht das, was sie mir angetan haben. Und ich bin am Ende immer der, der in der Psyche auch angegriffen wird. In der Psyche und körperlich. Und die haben für 5 Minuten ihren Spaß. Und rennen dann weiter auf der Straße rum, dürfen weiter frei rumlaufen, haben keine Strafe zu erwarten, bekommen auch keine Strafe. Andere behalten ihre Kanäle, weil sie sich an die Richtlinien halten. Und mehr sage ich dazu auch nicht, weil diese ständigen Wiederholungen. Ja, ach, wie war das nochmal mit seiner Psyche? Habt ihr es gehört? Er wird körperlich und psychisch angegriffen? Ja, schön, dass er das wirklich immer wieder hinkriegt. Ich habe es natürlich jetzt auch drauf angelegt, ganz klar. Aber das zeigt doch, der. Ich weiß auch nicht, wie, wenn er denn eins hat, sein Gedächtnis funktioniert. Der muss doch wissen, was er noch vor einer halben Stunde, Viertelstunde, vielleicht auch eine Stunde gesagt hat. Jeder kann sich versprechen, aber hier geht es nicht um Versprecher. Irgendwas stimmt bei ihm nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht abfällig. Da ist wirklich einiges im Argen. Wirklich. Und es wäre so dringend erforderlich, dass er sich da wirklich mal Hilfe für sucht. Aber ja, ich kann mir, glaube ich, den Mund fusselig reden. Und das ist es einfach nicht wert. Ja, der braucht wirklich mal einen Doc, der sich den mal ganz, ganz gründlich anguckt und ihm da hilft. Übrigens, für alle, die diesen ganzen Hatern mal zeigen wollen, was ihre Scheiße wirklich wert ist, ihr könnt gerne alle mal abonnieren. Das würde den Hatern mal einen richtigen Schlag in die Fresse geben, wenn die mal sehen, wie viele Menschen wirklich gegen Hass stehen. Ich mache das Ganze seit 10 Jahren. Es gibt keinen, der mehr gegen Hass steht als ich. Jo, genau. Und deswegen generierst du ihn und möchtest dann auch noch, dass die Leute abonnieren und dich dafür bezahlen, dass du weiter Hass generierst. Junge, 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 zeig uns noch mehr von deinem abgrundtief miesen Charakter. Es ist so abartig. Du weißt überhaupt nicht, was es bedeutet, wirklich gemobbt zu werden. Das, was du da abziehst, ist so ekelhaft. Du hast da wirklich ein Geschäftsmodell für dich entwickelt, was so unmoralisch ist. Das hasse mich selbst ist so zu sehen. Es gibt keine bessere Ikone als mich gegen den Hass. Ist einfach so. Weißt du, wofür du eine Ikone bist? Für soziale Inkompetenz. Aber da bist du wirklich die Nummer eins mit Abstand. Da kommt so schnell keiner hinterher. Ikone gegen Hass. Du bist wirklich das allerallerletzte. Und wer dich als solches sieht, ja, dem würde ich auch mal empfehlen, zum Arzt zu gehen. Das hält doch kein gesunder Menschenverstand aus, was der da für eine Kacke erzählt. Entschuldig bitte, aber da geht mir wirklich die Hutschnur flöten, aber so richtig. Weißt du, was ich mir witzig finde, wenn die Leute nicht wissen, was ich im Hintergrund treibe? Das möchte auch niemand wissen. Und verschon uns bitte damit, das zu erzählen. Denn was du so treibst in deinem dunklen Kämmerlein, so ganz alleine, nee, das ist nix für meinen Kanal und das ist auch nicht jugendfrei, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deine anderen Spinnereien, die du so verfolgst und deine Serien und so weiter, darüber hältst du uns ja immer auf dem Laufenden, ob wir das wollen oder nicht. Ich brauche mich niemandem zu stellen. Leute, ist euch noch nicht aufgefallen, dass ich jeden Hater besiege, ohne mich ihm zu stellen? Denkt mal drüber nach. Ein kleiner Mann muss sich anderen stellen, um sich zu beweisen. Ein großer Mann muss sich niemanden stellen und besiegt trotzdem jeden. Boah, das war so arrogant. Das war nicht arrogant, das war saudumm. Aber wenn er sagt, denkt mal drüber nach. Ja, dann könnte ich ihm seinen verdammten Hintern so weit aufreißen, dass er sich ein Schild umhängen könnte, 20 Einstellplätze zu vermieten. Also, oh, wie kann ein Mensch. Nein, warum frage ich das eigentlich immer? Es weiß ja keiner, warum er so ist, wie er ist. Ja, außer weil der Narzissmus kickt oder weil er einfach, ja,
nicht ganz gescheit ist. Anders kann ich mir das wirklich nicht mehr erklären. Der kleine Mann und der große Mann, ja, er ist der große Mann. Eine Witzfigur ist er, ein Mannequin-Piss aus Mittelfranken. Was anderes ist der nicht. Von niemandem. Ich habe von nichts und niemandem Schiss. Hätte ich von irgendjemandem Schiss, hätte ich mich vor 10 Jahren gesperrt, gebannt und wäre nie wieder auf im Internet oder so aufgetaucht. Denk mal drüber nach. Ja, dann denk doch mal drüber nach, warum du dich seit Monaten verstecken musst und da aus deinem Loch nicht rauskommst, aus deinem Mickrigen. Und ewig kein Tageslicht mehr gesehen hast, keine Sonnenstrahlen gespürt hast. Denk mal drüber nach. Du Klotzkopf, wirklich. So, meine Lieben, das soll es auch gewesen sein. Es war noch jede Menge mehr drin. Einiges habe ich schon angedeutet. Wer dies im Kompletten sehen möchte, weil er es noch nicht gesehen hat und ich jetzt nicht alles drin hatte, der kann das gerne bei Inge, bei der Eule Unbesiegt anschauen auf Trovo. Ich verlinke euch das in der Beschreibung und dann könnt ihr euch nochmal ein eigenes Bild machen. Aber ich finde, das war einfach schon genug. Und der ein oder andere wird es gemerkt haben, ich war zum Schluss auch ziemlich matt. Ja, meine Lieben, und das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Ich bin davon überzeugt, dass das noch nicht alles war. Ich müsste mich arg täuschen, wenn er heute Abend im Stream, wenn er denn online kommt, den Friedlichen gibt. Ich denke, im Moment reichen wirklich Kleinigkeiten, um solche Tiraden von ihm auszulösen. So sei es. Ich verabschiede mich für heute. Lasst euch nicht ärgern. Eine gute Zeit und bis dahin.